Hallo, da sind wir wieder in unserer Sims 4 WG. Der Don, der ist hier auf einem Hausbesuch und muss jetzt hier noch zwei Patienten untersuchen und Medizin geben. Einen hat er schon geheilt. Ja, mach mal. Sie ist schon aufgestanden. Sie ist schon bereit. Komm. Untersuch sie mal. Und? Und? Hat sie irgendwas? Was hat sie? Fledermäuse. Okay, du kannst sie behandeln. Sie hat ein Ding an der Waffel. Komm. Dafür gibt es eine Medizin. Ja, komm. Kipp hinter. Und schon bist du wieder gesund. Ja, wenn das doch immer so super klappen würde, ne? So, oben hat da auch mal irgendwo einer gesessen. Hier, er hier. Ne? Ist krank, aber zocken kann er. Dann kann das ja alles nicht so schlimm sein. Ist das nicht der Oberarzt, der damalige? Der sieht immer noch so aus. Wie heißt der denn? Moritz Weißhaupt. Moritz, ich weiß es nicht so genau. Aber war das nicht immer... Zumindest sah der immer so aus. Ne? Der Typ, der taucht ja überall auf. Aber es kann auch sein, dass sie sich einfach nur ähnlich sehen. Was ist denn das hier für eine schicke Haustür? Die sagt mir ja gar nichts. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da muss ich direkt mal im Baumodus gucken. Hm. Aber okay, ich habe auch nicht alles durchgeguckt immer. So. Meistens baue ich ja moderne Häuser, da passt hier denn auch nicht so. Ah, okay, hat's geklärt? Na dann, gib dir mal auch die Medizin und dann können wir nämlich wieder zurück. Dann kannst du da weitermachen. Ich glaube, das gehört jetzt hier schon zum Hauptziel. Kann sein, dass du da schon ziemlich weit unterwegs bist dann, wenn du das fertig hast. Ah, hört, hört. Du hast geholfen und alle Patienten behandelt. Du hast großartige Arbeit geleistet. Jetzt wird es Zeit, wieder ans Werk zu gehen. Es gibt noch mehr Patienten, die behandelt werden müssen. Klicke auf deinen Sim und wähle zurück zum Krankenhaus, um wieder an die Arbeit zu gehen. Ja, okay, machen wir. Jawohl, sag ich doch. Naja, mein Gott. Ein bisschen mehr hätte es schon sein können. Geh mal zum Krankenhaus. So, was musst du jetzt hier noch machen? Du sollst immer noch die Patienten diagnostizieren. Da ist sie schon wieder hier. Wir wissen schon, was du hast. Wir haben dich eben behandelt. Sag ich doch, dass ich die hier gesehen habe. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Was haben wir hier für Patienten? Wo ist denn Alexa? Haben wir da schon irgendeine bessere Diagnose oder sowas? Nee, eine klare Diagnose, aber irgendeine Plumpe. Jetzt hat sie ganz andere Dinge hier. Ist doch Alexa, oder? Ja. Hey, wohin standen noch andere Sachen? Was stand noch? Was waren das? Irgendwas mit der Hitze? Keine Krankheit und... Das andere weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall standen da andere Sachen. Kann man dir irgendetwas ansehen? Nee, kann man nicht. Also, du sollst auf jeden Fall die Temperatur messen. Dann messen wir bei ihr die Temperatur. Komm, machen wir es einfach so. Messen wir die Temperatur. Ich glaube, das wird heute nichts. Dass du das hier schaffst. Dass du noch zwei Patienten erfolgreich diagnostizierst. Na, da ist noch nichts. Und bei der ja auch noch nicht. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Ist also nur an ihr hängt es jetzt erstmal, dass wir überhaupt was schaffen. Klare Diagnose. Pah. Da kommen wir ja nie hinterher. Ja, aber erstmal gucken. Was kommt jetzt als nächstes? Du könntest noch die Probe da... Wir werden erstmal bei Alexa weitermachen, denke ich. Komm. Ja. Und zwar den Körper hast du hier noch gar nicht untersucht. Ah, die kratzt sich. Moment, das könnte nicht... Und warm ist sie auch. Na, wir werden mal gucken. Vielleicht kriegen wir das jetzt doch ein bisschen besser hin hier. Du kannst ja mal den Körper untersuchen. Wir werden mal schauen. Die Augen sollst du untersuchen. Hast du das bei der schon gemacht? Mal kurz gucken. Augen untersuchen. Ja, mach mal. Oh, wir haben eine akzeptable Diagnose schon. Da steht immer noch klare Diagnose. Ja, jetzt ist keine Krankheit weg. Das hatten wir uns fast gedacht.
So be Scoom. Über den Allgemeinzustand reden. Okay, das können wir natürlich auch noch machen mit ihr. Die Augen hast du immer noch nicht untersucht. Swabego? Stand das hier nicht? Hm. Okay. Dann machen wir weiter und reden über den Allgemeinzustand mit ihr. Vielleicht können wir das ja doch noch ein bisschen eingrenzen, die klare Diagnose. Naja. War es das jetzt schon? Na, irgendwie sieht es bei dir immer noch nicht viel besser aus. Dann machen wir einfach mal erstmal die Patientenanalyse. Komm, mach mal. Hier, den Abstrich. Was, du hast keine gültigen? Ey, wieso, du hast doch aber einen gemacht. Oh Mann, na, okay, dann mach bei der kleinen Strecke hier weiter. Da kannst du mal die Ohren untersuchen. Oh, das wird heute ziemlich schwierig hier bei dir. Kann ich den Eindruck. Warum hast du keine Patientenproben mehr? Hast du doch bei dir alles gemacht? Da geht doch schon gar nichts anderes mehr. Also der juckende Plumbob könnte schon mal sein, weil er sich gekratzt hat. Aber so hundertprozentig bin ich mir dann nicht sicher. Na gut. Machen wir bei der Kleinen weiter. Vielleicht schaffst du ja trotzdem noch Gold. Röntgen. Na dann, Röntgen kannst du sie hier. Komm, örtliche Anordnung. Mach mal. Dann geh mal da rüber und mach das mit ihr. Zwei Patienten erfolgreich diagnostizieren. Das wird heute nicht. Das wirst du wohl nicht mehr schaffen. Aber vielleicht schaffst du ja wenigstens bei Alexa was festzustellen. Zumindest ist das jetzt erstmal wieder weg. Sie möchte so gerne ein Kind. Hahaha, die schwanger. Rein in den Röntgenapparat. Jo. Dann sieh mal zu, ob du da irgendwas feststellen kannst. Bei ihr, sie hat es an der Schulter. Sie hat Fieber. Sie hat Fieber, auf jeden Fall. Und sie kratzt sich. Wenn ich mir doch endlich mal auswendig lernen würde. Die Röntgenuntersuchung bei Alexa weist auf eine mögliche Krankheit. Zur sicheren Diagnose sind weitere Untersuchungen erforderlich. Alexa ist ein sehr schwieriger Fall. Was hast du dir da? Oh, die hat Schnupfen hier. Die kannst du dann als nächstes untersuchen. Okay, haben wir jetzt hier schon mal eine garantierte Diagnose. Oh, schwitziger Schüttelfrost. Ja. Ihr habt es geschafft. Du hast wenigstens einen Patienten geheilt gleich. In den nächsten Sekunden. Na, was ein Gold hast du immer noch nicht? Okay, also behandeln. Patient behandeln, das hast du noch. Komm, impf sie. Das sollte dann aber für Gold reichen, denke ich mal. Ja, das hast du geschafft. Ist aber alles nichts. Du müsstest noch einen Patienten behandeln. Da kannst du noch gar nichts machen. Kannst du bei ihr schon was machen? Da kannst du auch noch nichts machen. Ja, es lohnt sich ja schon gar nicht mehr hier. Also, du sollst noch mal den Körper untersuchen. Dann... Ach, dann. Komm, untersuch mal den Körper. Das kannst du ja noch machen. Los, zack, hin da. Mach ihn, das schaffst du schon noch. Du hast noch 41 Minuten Zeit. Ausschlag hat sie auch. Oh oh. Was hast du? Eine unsichere Diagnose. Ich muss mal kurz gucken. Eine schwache Diagnose. Blähende Hitze, keine Krankheit, schwitziger Schüttelfrost. Dann klare Augen. Oh. Kannst du noch Temperatur messen oder hast du das schon? Hast du schon? Schwache Diagnose, blähende Hitze, schwitziger Hitze, schütteln. Wir nehmen mal die sternklaren Augen, wir riskieren es einfach mal. Vielleicht schaffst du das ja noch. Und wenn nicht, hast du vielleicht gehabt. Komm. Und noch schnell Patienten behandeln. Komm, mal sehen, ob du das noch klappt. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Ja! Es hat geklappt. Hey! Haben wir gut geraten. Mein Gott, was für eine Punktlandung. Don wurde befördert und ist jetzt Assistenzarzt. Jo, du hast ein Diplom erhalten und kannst jetzt bei Schwangeren das Geschlecht bestimmen. Cool.
So, Donnylein, ich denke mal, ich habe mich heute, also in den letzten, sehr viel um dich gekümmert. So. Du bist jetzt mal ein bisschen außen vor. Die anderen Sims sind auch noch da. Wo ist denn Luna schon wieder? Die ist bestimmt schon wieder auf dem Spielplatz, oder? Nee, da will sie hin. Ja, dann geh. Wenn du einfach nur okay bist. Und wenn du inspiriert bist, dann kannst du wieder nach Hause kommen und weitermalen. So, was ist Sache hier? Sitzt ja alle doof rum? Hey, du hast ja schon Figur gekriegt. Du bist ja gar nicht mehr so mobbelig. So, Luisa. Ja, bei dir ist es eigentlich so weit, außer dass du ein bisschen Hunger hast. Du hast Nerdhirn. Du musst ja auch noch Level... Was willst du als erstes machen? Geschicklichkeit verbessern oder... Oder du fliegst jetzt einfach erstmal ins Weltall. Komm, mach das. Moment, ich mache noch schnell den hier. Den will ich gerne noch rausholen hier. Komm, den stellen wir uns irgendwo schön hin. Ich hatte doch hier Regale. Passt der da hin? Da muss ich mal kurz gucken. Hat der ein breites Feld? Ja. Nee, der passt cool. Ja. Ja, sieht hübsch aus. Guten Flug, Luisa. Erstmal die Wände hier wieder runterklappen. So, jetzt muss ich mal gucken. Kümmert sich hier eigentlich mal so zwischendurch einer um das Baby, wenn ich nicht da bin? Eine Sichtung. Ha. Während einer Durchquerung des Asteroidengürtels sieht Luisa, wie sich etwas hinter einem nahegelegenen Felsen duckt. Luisa lenkt ihr Schiff in die Richtung, um das genauer anzusehen. Ja, mach doch. Frag mich doch nicht, mach doch einfach. Komm hier, du musst mal ein bisschen weitermachen mit der kleinen süßen Schnurri-Maus. Komm, gib ihr. Warum steht da eigentlich die Brust nehmen? Was? Luisa bemerkt ein komisches, grünliches Wesen, das wie ein Plumbob geformt ist. Es scheint nicht gemerkt zu haben, dass Luisa in der Nähe ist. Soll Luisa versuchen, mit ihm zu kommunizieren oder es schweigend aus der Ferne beobachten? Ja, nun quatsch mit ihm. Und die Hanna soll hier quatschen. Komm. Anguan. Und liebkosen und schaukeln. Ah, Fehlkommunikation. Oh. Luisa sendet dem Wesen eine Friedensbotschaft. Dieses reagiert, indem es rot blinkt. Plötzlich taucht um die Ecke des Asteroiden noch ein viel größeres Plumbob-Wesen auf, das ziemlich verärgert reinschaut. Soll Luisa versuchen, gegen das Wesen zu kämpfen oder fliehen? Wir kämpfen. Klar. Sag mal, Hanna, wo bleibst du denn jetzt hier? Wo ist denn die? Von wo kommst du denn angelatscht, sag mal? Keine Ahnung. So, Donnylein, du, was machst? Was? Zisch! Ah, Luisa feuert die Kanonen ihres Schiffs auf das Wesen, das umgehend in Fantastillionen Teile explodiert. Luisa sammelt ein paar davon ein und macht sich schnell aus dem Staub. Okay. So, was willst du? Du willst aufs Klo? Du kannst hier mal noch ein bisschen Aliens Ach, kannst du gar nicht, hast du erst? Na denn, dann nicht. Dann lass es sein. So, Luisa, du bist jetzt schon zweimal gestartet. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Du brauchst aber trotzdem noch die Geschicklichkeit. Das ist auch noch wichtig. Wie weit bist du noch mit der Geschicklichkeit? Oh, hast du gerade jetzt angefangen. Das ist doof. Was möchten wir denn gerne verbessern? Wie wär's denn mit dem Klo? Komm, verbessere das mal. Überragende Spülung hinzufügen. Was war das andere noch? Ach, ein Bidet hinzufügen. Nee, brauchen wir nicht. So, du bist bei der kleinen Schnecke und du bist okay. Du solltest jetzt glücklich sein. Sogar sehr glücklich. Sieh es mal wieder auf dem Spielplatz. Wie sieht's am Motorik? Hast du auch schon voll? Ja, klar. Wenn du den ganzen Tag immer nur auf dem Spielplatz abhängst. Aber ich würde mal sagen, ach, Schelm hast du auch schon. Nee, komm, weißt du, wir machen einfach noch ein bisschen hier weiter. Gucke mal, du kannst so schöne Bilder machen. Da, klappt nicht. Ich brauche ein Blatt. Da ist ein Blatt. Okay, komm, du darfst weiterzeichnen. Hey, Moment, da war ja noch was. Monster. Du kannst jetzt auch noch Monster zeichnen. Komm, mach mal noch ein Fahrzeug hier. Mach mal da so ein bisschen hin, ne? So, was macht denn dein Garten, sag mal? Hanna, jetzt muss ich mal kurz schauen. Was macht dein Garten? Dein Garten strotzt vor Gesundheit. Da ist ja gar nichts. Du kannst da noch mehr weiterentwickeln. Ja, sollten wir das jetzt schon tun? Na gut, ehe du da jetzt den Level 4 erreicht hast. Ich muss mal schmulen gehen, was du da als nächstes machen musst.
Veredeln, düngen und Kuhpflanze. Nö, du kannst weiter. Moment, entwickeln war nicht. Den ausgezeichneten Pflanzen entwickeln, aber nicht weiterentwickeln. Gut. Dann kannst du jetzt hier auch schon weiterentwickeln. Mach das mal. Blinkt hier noch was? Nein. Und ernten. Alles ernten. Alles ernten. Ich sehe da gar keine. Ach nee, warte mal. Da ist noch gar nicht so viel dran. Man sollte eigentlich immer warten, bis es voll hängt. Dann lass es mal mit dem Ernten. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum ist denn hier unwohl? Wo liegt jetzt hier Dreck rum? Moment, ich gehe das sofort kontrollieren. Ja, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ach, hier! Gucke mal! Da ist ja was. Hier, das darfst du reparieren. Wie verrückt aufwischen? Ja, mach das, du bist sehr energiegeladen. Du darfst wie verrückt aufwischen, mach das. Aber noch irgendwas kaputt ist? Die Luisa, die muss ja noch ganz viel machen hier, damit sie ein Level schafft. Und ich hier werde jetzt hier erstmal 60 Wimmelonzeit. Moment. Ja, lass stehen drin. Lass schon. Du musst da nichts machen. Jo, jetzt werde ich den erstmal allen was Sinnvolles tun. Ja, du bist immer nur hier zugange, weißt du das? Du sollst doch. Also dein Videospielfähigkeit, denke ich mal, sollte schon ziemlich hoch sein. Wie weit bist denn du da? Jetzt würde mich mal interessieren. Aha, na okay. Aber mit Charisma, da musst du natürlich nur ganz schön. Weißt du was? Du darfst noch ein bisschen trainieren hier. Komm. Mach mal ein bisschen. Ha? Du bist zwar schon wieder halbwegs in Form, aber wir können dich ja auch zum Athleten machen. Guck mal, er sieht schon wieder gut aus. Sehr schön. Die anderen, deshalb wollte ich ja auch noch machen. Ja genau, das habe ich ja ganz vernachlässigt. Aber so sehen sie eigentlich alle ganz gut aus. Hey, da ist noch eine Pfütze hier. Komm. Du hast ja was übersehen. Und wenn du das gemacht hast, jetzt muss ich mal kurz gucken, hast du schon wieder Hunger, ne? Nee, mach mal hier weiter. Verbesser mal die Landestabilisatoren weiter. Oh, guck mal, hier blinkt es schon wieder, Anna. Anna pennt. Anna hat überhaupt gar... Oh, wenn, dann liegt die doch richtig schlafen hier, komm. So, du bist immer nur verspielt, kannst du nicht mehr inspiriert sein. Hä? Haben die hier irgendeine Aura? Nee, ne? Haben keine Aura. Aber ist egal. Weißt du was? Du kannst es trotzdem mal anschauen. Komm, schau dir das mal an. Ha? Komm, sieh dir das mal alles an. Vielleicht inspiriert dich das für irgendwas Tolles anderes noch. Jawohl. Ja, hör auf zu malen. Was ist denn das da für ein Tier? Eine Miezekatze? Ein Hase? Ach, der Geier. Du bist immer nur verspielt. Naja, okay, wenn du das alles angeguckt hast, dann kannst du dein Monster... Ach, das ist ein Monster. Wer hätte das gedacht? Hätte ich jetzt so nicht gedacht. So, du, wie weit bist du hier? Na, okay, das dauert noch eine Weile. Und danach hat sie erstmal Hunger. Naja, gut, vielleicht könnte ja hier irgendwer was kochen hier, Herr Lothario. Du bist jetzt einfach mal fürs Kochen zuständig. Du wirst jetzt zum Kochen hier abkommandiert. Komm. Was? Sag mal, du hast doch genau das hast du doch hier erst neulich hier aus Versehen. Boah, so viel kannst du dann gleich machen. Was hast du denn da für ein Level? Komm mal, einen schönen Schwarz-Weiß-Kuchen. danach dürft ihr dann alle wieder aufs Laufband. Ah, da hat jemand den Level 5 der Fitnessfähigkeit erreicht. Du, der ist weiter als du hier, glaube ich, ne? Ha, du Athlet. Ja, mal kurz gucken. Der war da auch noch nicht viel weiter, oder? Fitness. Ja. Der Roy hat dich eingeholt. So, und was war das jetzt hier mit der Feinschmecker? Nee, mal weiter oben. Ach so, Level 1 hast du. Da kannst du schon so viel kochen. Ist ja auch cool, ne? So, was ist noch? Macht hier meine kleine Elita. Ah. Ah, der guckt, sie guckt da immer noch die Bilder an. Ach, jetzt fühlen wir uns sowieso unwohl. Ah. Haben wir, oh. Ah, okay, ich hab verstanden. Du brauchst nichts weiter tun. Komm. Ja, geh mal los. Geh was essen. Der Don, der kocht ja hier gerade schon. Du kannst dann also danach hierher gehen. Ich verdiene. Sag mal, Rechnung kommt nicht. Kriegen wir keine Rechnung mehr? Auch gut.
Ach ja, ich habe das ja sowieso gekauft, dass wir nicht mehr so hohe Rechnungen haben. Oh oh. Das sieht gut aus, Don. Mach weiter. Die Luna hat Hunger, die wird doch gleich da stehen. Und er hier? Was macht denn da Luisa? Ah, Luisa schweißt an der Rakete rum. In deinem kleinen, kurzen Hemdchen. Das sieht sehr schick aus, ja. Normalerweise müsste man da ja eigentlich einen Monteuranzug dafür anhaben, ne? Aber mach ruhig. Interessant wird es ja natürlich erstmal, wenn du... Aber ich glaube, verbessern ist das jetzt schon nicht. Den Wurmlochgenerator. Oh, Level 10er Raumfahrttechnik brauchst du dafür. Ah, verstehe. Danach können wir das Level 6. Level 7. Ah, das kannst du jetzt auch. Ach nee, wollte gerade sagen. Verbesserung abgeschlossen. Sehr schön. Dann darfst du auch erstmal was essen gehen. Ja, jetzt stürzen sich alle auf den Kuchen. Ja, das war jetzt ein Satz mit X-Roy. Du hast jetzt alles vorher abtrainiert und... Achso, der hat gar keinen Hunger. Nee, junger Mann. Du kannst dann auch erstmal hier über losgehen hoch und so. Komm, mach mal. Damit es da dann keinen Stau gibt. Möchte keiner von dem Kuchen essen? Doch, den haben die hier schon voll geschlachtet. Ja, futtert euch was ran hier. Dann kann ich euch wieder auf dem Laufband ärgern. Wer hat hier diese Sauerei gemacht? Ach, was der Geier. Na gut, ich mache an der Stelle erstmal wieder Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.